Von der Tischlerei zum weltbekannten Ski. Braucht wirklich sehr, sehr viele, viele Schritte. Wir zeigen euch, wie ein Ski entsteht und wie es von der Tischlerei zum Ski geht, oder? Wir haben heute eine Ausnahmegenehmigung, denn normal gibt es in der Produktionshalle keine Aufnahmen. Jetzt seht ihr, wo die Skier auch hier in Österreich produziert werden. Richtig, das ist immer wieder schön, wenn man da die Halle betritt, weil man wirklich dieses Gefühl hat, Skiwachs, Materialien, und man merkt wirklich, was da jeden Tag aber passiert. Also wir sagen immer, where the magic happens. Wir sind heute exklusiv für euch bei Blitzart, habe ich gerade schon gelernt, den Namen. Und wen darf ich hier vorstellen? Den? Steiner Thorsten. Servus Thorsten, du wirst uns heute näher bringen, was die Firma so an Hintergrundinformationen, Werkstatt wird dabei sein, wo der Ski produziert wird und, oder? Da haben wir einiges für unsere Zuschauer dabei. Genau, wir haben viele, viele spannende Themen vorbereitet, also seid gespannt auf die nächsten 3 Stunden. Nein, ich werde euch ganz kurz durch die Geschichte führen, was es mit Blitzart auf sich hat, wo wir da heute sind, nämlich in Mittersill, unser Hauptstandort, wo nicht nur die Firma entstanden ist, sondern auch heute noch die Ski entwickelt und produziert werden. Fangen wir mal an mit dem Thema Recycling. Ja, also wir haben vor einigen Jahren natürlich auch gesehen oder miterlebt, wie sich das ganze Thema Klimaveränderung, Klimawandel auswirkt. Wir hören es tagtäglich in den Medien und wir haben auch gesagt, okay, es ist Zeit, auch einen Weg zu finden, der das Ganze bremst oder verändert. Und unser Ansatz war halt dieses Thema Recycling. Wir haben das jetzt losgestartet letztes Jahr mit dem Thema Recycle Your Boots. Wie funktioniert das? Ganz einfach für den Kunden. Man kauft einen neuen Skischuh im Fachhandel und kann sein altes Paar kostenlos dort zurückgeben. Wenn dann der Händler ein paar Paar zusammengesammelt hat, machen wir eine Abholung und dann wird das Ganze CO2-neutral transportiert zu einem Recycle-Partner und dann werden alle Komponenten des Skischuhs zerlegt und werden wieder aufgewertet. Das heißt, wenn man sich so einen Skischuh heute mal anschaut, ein Skischuh besteht aus bis zu 120 verschiedenen Komponenten. Da haben wir Kunststoffe, wir haben Aluminium, wir haben Textilgewebe, wir haben natürlich Schaumstoff drin, Gummi und so weiter. Also sehr, sehr viel verschiedene Materialien. Was machen wir? Wir zerlegen das alles wieder. Das Aluminium wird wieder eingeschmolzen, werden wieder neue Schnallen draus gemacht für neue Skischuhe. Der Kunststoff wird geschreddert und wird wieder zu neuen Produkten verarbeitet. Das kann man auch ganz kurz da hier sehen. Das sind zum Beispiel so Bauteile, die wir wieder aus recyceltem Kunststoff herstellen. Das sind Teile für Après-Ski-Schuhe, das sind Bauteile für unsere Ski im Konzern, das sind aber auch wieder neue Teile, die wir wieder in der nächsten Generation Skischuhe verwenden. Ganz lässig zu erwähnen ist, dass der Innenschuh, der was ja aus vielen verschiedenen Schaumstoffvarianten besteht, der wird kleingeschreddert und findet dann als kompaktes Material wieder ein zweites Leben in die Sturzschutzmatten in den Skigebieten. Das heißt, irgendwo, wo man die jetzt in Zukunft sieht, bestehen aus recycelten Skischuhen. Das sind die orangen Teile, wo ihr nicht dagegen fahren sollt. Genau, super. Ja, perfekt. Dann haben wir da mal ein Thema, was schon mal sehr wichtig ist. Jetzt gehen wir aber zu den spannenden Themen. Jetzt haben wir gelernt, wie wir im Endeffekt unsere alten Skischuhe entsorgen sollen. Und jetzt kommen wir zu dem neuen Produkt, wo ein bisschen alter Skischuh auch drin ist. Da hast du uns auch noch einiges zu erzählen. Warum stehen hier 3 orange Skischuhe? Richtig, ja, immer orange natürlich, weil das ist unsere Farbe. Wir sind orange, das ist auch gut so. Aber warum steht da jetzt augenscheinlich immer 3-mal der gleiche Skischuh? Es ist nicht 3-mal der gleiche Skischuh. Das Besondere ist, dass wir viele Modelle in der Technica-Kollektion in verschiedenen Leistenbreiten anbieten. Das heißt, egal ob ich einen schmalen, mittleren, normalen oder breiteren, größeren Fuß habe, man findet bei Technica jedes Mal in den verschiedenen Fleckstufen den von Haus aus perfekt passenden Skischuh. Das ist ein großer Vorteil, weil die Zeit, wo ein High-End, High-Performance-Skischuh einfach wehgetan hat, weil er war so kompakt und so eng und so direkt, die ist einfach lange schon vorbei. Die Schuhe sind anatomisch vorgeformt, der Fußform nachempfunden. Das beginnt bei uns schon bei der Konstruktion des Innenschuhs. Wenn wir so einen modernen Techniker-Innenschuh uns mal ansehen, man merkt da schon, das ist nicht mehr nur ein gerader Schlauch, wie man es von früher kannte, sondern es sind wirklich die kritischen Zonen extra dreidimensional anatomisch herausgearbeitet. Kambein, Knöchel, Fersenhalt, Zehenbox, also es ist alles schon dem menschlichen Fuß nachempfunden. Das garantiert halt für bessere Passform, mehr Kontrolle, mehr Sicherheit auf der Piste
und natürlich viel weniger Aufwand, sollte ein Skischuh einmal irgendwo angepasst werden. Also alles, was man da sieht, was gepunktet ist, bietet auch sehr viele Vorteile für den Fachhändler, das vor Ort, wenn es nötig ist, an den Fuß nochmal anzupassen. Wow, also das sieht ja auf den ersten Blick wie ein Fuß schon aus. Ich sehe ja hier diese Wölbung vom Knöchel, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, auch für meine Plattfüße, auf gut Deutsch gesagt, hat man einen passenden Skischuh bei euch. Richtig, und das aber nicht nur ein Modell, das wo so besonders komfortabel und großzügig gebaut wurde, sondern wirklich vom High-Performance-Schuh mit einem 130er, also einem sehr hohen sportlichen Flex, das geht bei uns runter bis zu einem 80er Flex. Das heißt, egal wie gut mein Können ist, was ich für eine Anforderungen habe, ich habe wirklich ein breites Sortiment und habe wirklich eine tolle Auswahl an Produkten bei Technika. Also ich finde einfach, die Passform ist mega wichtig, weil jeder weiß, wie sein Fuß ist und wie jetzt uns erklärt worden ist, niemand hat den gleichen Fuß, also mega cool. Schaut mal hier, hier sieht man eindeutig, es ist der gleiche Schuh, aber in verschiedenen Ausführungen. Ich hoffe, das kommt am Video rüber. Du kannst es vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Ja, also wie gesagt, das ist dreimal vom Technischen her, von der Performance her, von den Funktionen her der gleiche Schuh, nur einmal mit 98 mm Leisten, 100 mm Leistenbreite und 103 mm. Nicht nur die Breite des Schuhs ist anders, sondern auch generell das gesamte Volumen, das heißt auch die Risthöhe ist unterschiedlich, weil meistens natürlich, wenn der Fuß breiter ist, ist er im Allgemeinen größer. Und da hast du wirklich drei unterschiedliche Skischuhmodelle mit allen Funktionen. Also da gibt es nirgendwo irgendwelche Abstriche. Wow, und das gibt es dann wiederum in verschiedenen Flexformen. Das habt ihr auch hier an der Wand nochmal dargestellt, oder? Von Flex, ja. Wann geht's los? Bei dem High-End-Produkt oder bei dem totalen Race-Schuh? Also beim Hochsportlichen sind wir bei einem Flex von 130 und dieses Konzept zieht sich runter bis zum Flex 90. Also auch für Einsteiger definitiv das gleiche System vorhanden. Technika hat so gesehen für jeden Skifahrer den passenden Schuh und das ist eigentlich was Tolles. Wenn ihr mehr wissen wollt über Skischuhe wieder zusammen, weil wir haben es jetzt nur angerissen, schreibt bitte in die Kommentare kurz, ob ihr das nochmal sehen wollt, dann fahren wir nochmal nach Mittersill und erklären nochmal im Detail, weil ich glaube, dieses Thema ist nochmal so groß und breit, dass man ein eigenes Video darüber machen kann. Jetzt sind wir bei den Skien und da ich Skifahren liebe, darf ich jetzt mal reden. Und zwar stellen wir den Thunderbird von Blizzard vor. Das ist der Ski, der direkt nach dem Rennski kommt, also für sportliches Skifahren geeignet ist. Genau, für sportliche Skifahrer und Skifahrerinnen haben wir da Modelle im Sortiment. Wo positioniert man die Ski oder wo verwendet man sie? Eben, wie schon gesagt, für sportliches, hochsportliches Fahren. Also es ist dann wirklich, sage ich, unsere Premium-Klasse im Skisegment, was wir anbieten. Was macht diesen Ski so besonders? Weil auf den ersten Blick ist es halt ein Ski, ne? Möchte man meinen. Na, wir haben auch hier eine ganz spezielle Technologie verbaut und zwar ist es unser True Blend Holzkerntechnologie. Was ist damit gemeint? Wenn man heute sich mit Ski beschäftigt, dann wird man merken, dass ja Holzkerne nach wie vor das Um und Auf im Skibau sind. Trotz moderner Materialien, Metall, Carbon und was es alles gibt, Holz ist nach wie vor das Material mit dem höchsten Anteil in einem fertigen Ski. Erkennt man oftmals nicht, ist aber immer noch so. Und wir haben dann begonnen, diesen Holzkern in sich zu überarbeiten. Das heißt, ein Skiholzkern besteht meistens aus mehreren verschiedenen Hölzern, die miteinander vermischt sind. Normalerweise mischt man diese Hölzer in verschiedenen Schichten über die ganze Länge des Skis. Buche, Pappel, Buche, Esche, Paulownia, Bambus. Also es gibt ganz viele verschiedene Holzarten, die man da im Laufe der Jahre entdeckt hat für den Skibau. Das Besondere ist, dass wir diese zwei Holzarten jetzt nicht mehr nur über die gesamte Länge verteilen, sondern dass wir sie auch ineinander abstufen. Das heißt, mehr Hartholz in der Mitte vom Ski und dann wird die Konstruktion immer etwas weicher. Warum macht man das? Damit der Flex von dem gesamten Ski einfach nochmal harmonischer wird, nochmal gutmütiger und der Ski einfach nur mal eleganter, einfacher zu fahren ist. Trotzdem aber durch die Abstimmung in der jeweiligen Zielgruppe immer noch hochsportlich bleibt.
Und wo unterscheidet sich dann der Aufbau jetzt zum richtigen Rennski? Der richtige Weltcup-Rennski, der ist natürlich nur mal eine ganze Ecke anders konstruiert von den Radien her, die wo es ja dann vorgegeben sind von den Disziplinen her. Da ist sehr, sehr viel Input von den Weltcup-Athleten drinnen. Die schießen meistens natürlich nur mal etwas härter, nur mal ein bisschen präziser von der Abstimmung her, nur mal etwas aggressiver. Mit diesen Skien da, mit die Thunderbird, ist sicher mal der Ski, wo ich den ganzen Tag super fahren kann. Der Rennski ist halt für die Rennpiste gebaut und konstruiert. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Natürlich hat jeder, der sportlich skifährt, mal die Phase, wo er denkt, er muss unbedingt den Riesentorlauf fahren den ganzen Tag über. Und mir ist dann tatsächlich aufgefallen, dass es mit dem, die haben ja auch ein bisschen geringeren Radius im Normalfall, man mehr Spaß hat den ganzen Skitag über, weil man halt einfach ja in jedem Bereich irgendwie rumfetzen kann und nicht dann merkt, dass man entweder Kurzschwünge machen muss oder halt so ein bisschen wie eine Eisenbahn auf der Schiene steht und sich nicht agil bewegen kann. Was würdest du denn jetzt dem sportlichen Skifahrer, dem würdest du sagen, kauf den Thunderbird, aber warum gibt es da dann nochmal so viele unterschiedliche Ski? Ja, also gutes Stichwort ist jetzt schon gefallen, der Radius. Wie du schon erwähnt hast, bei den Rennski ist der Radius meistens vorgegeben. Da sind wir dann irgendwo bei 20, 25, 30 oder noch mehr Meter Radius, die einem natürlich für die Disziplin gut helfen, aber fürs freie Skifahren manchmal dann schon eine Hürde sind oder halt sehr anstrengend sein können. Bei diesen Skien haben wir dieselbe Konstruktion, dieselbe Technologiebasis in verschiedenen Radien. Das heißt, ich kann mir heute einen Thunderbird kaufen mit 18 Meter Radius, also eher längere Radien, längere Schwünge. Das Ganze im 13 Meter Radiusbereich, also kurze Slalom-ähnliche Schwünge oder das beliebteste Modell 15 Meter Radius, da liegt man so wirklich schön dazwischen. Da bin ich sehr vielseitig unterwegs. Da habe ich wirklich, sage ich, ein Hybrid aus langen und kurzen Schwüngen. Es ist alles möglich und das ist das, was sicher am meisten Spaß macht, wenn ich den ganzen Tag vielseitige Pisten fahren möchte. Ja, das klingt auf jeden Fall mega. Und dann interessiert mich natürlich auch noch, wie werden denn die Ski gefertigt? Kauft ihr die irgendwie zu oder macht ihr das alles wirklich vor Ort? Also nach wie vor werden die Blizzard-Ski, die was ihr jetzt da gesehen habt, noch in Mittersill, da wo die Firma und die Marke entstanden ist, vor vielen, vielen Jahren entwickelt und produziert. Das heißt, ihr habt alle Ski mit Holzkern oder habt ihr auch geschäumte Varianten? Es gibt im unteren Einstiegsbereich schon auch noch Varianten mit Schaumkern. Was sind das für die Modelle? Das sind manchmal Modelle für die Kinder. Hat auch einen Grund, weil ein Kind mit 20 Kilo ist komplett gut bedient mit einem Kinderski, da wo ein Schaumkern drin ist. Also da wäre ein Holzkern überdimensioniert und man würde fast schon sagen Perlen vor die Säue. Und nach oben hin verbauen wir, sage ich zu, 90% in der Kollektion wirklich Holzkerne. Das klingt mega gut. Der Ski mit Holzkern, der hält ja auch länger seine Spannung und dementsprechend hat man dann auf die Zeit gesehen vermutlich einfach mehr Freude als Konsument. Ja, es ist sowieso unser Ziel, dass unsere Produkte hochwertig gefertigt werden. Also die Wahl der Materialien ist bei uns ganz ein wichtiger Faktor, wenn wir Produkte entwickeln, weil wir wollen auch, dass ein High-End-Produkt beim Kunden oder bei der Kundin ankommt und dementsprechend soll auch lange die Freude sein. Also wir sind strikt dagegen, irgendwie günstige Modelle anzubieten, die was vielleicht nach 2 Jahren nicht mehr so spritzig, nicht mehr so agil sind oder auch vielleicht nicht mehr so schön. Das heißt, wir versuchen uns auch an einem zeitlosen Design und eben an einer langen Haltbarkeit der Ski. Ja, das klingt echt super und das ist für mich auch Nachhaltigkeit, wenn ich einfach den dann über mehrere Jahre vielleicht sogar fahren kann und eben nicht dauernd einen neuen kaufen muss, weil ich merke, dass einfach keine Spannung mehr da ist oder eher, wie du schon sagst, furchtbar ausschaut, nur weil mir mal jemand drüber gefahren ist. Jetzt habe ich das sportliche Modell gut vorgestellt bekommen. Jetzt bin ich natürlich schmackhaft geworden und würde ihn auch gern kaufen. Wie mache ich das jetzt am besten? Wo finde ich ihn? Na, am besten auf unserer Webseite nachschauen, beim Store Locator, einfach entsprechend die Postleitzahl und den Ort eingeben und man kann auch nach Kategorien filtern, welche Produkte bei welchem Händler vor Ort erhältlich sind. Ah, perfekt. Los geht's, ab ins Internet. Unser Herz schlägt natürlich für Tiefschnee und dementsprechend machen wir auch noch einen schnellen Schwenk über die Freeride-Ski. Hier haben wir genau dokumentiert, wie ein Ski aufgebaut ist. Das kannst du uns jetzt auch nochmal genau erklären. Ihr fangt bestimmt nicht oben an, sondern unten, oder? Das ist der Belag, das kann ich schon mal raussehen, das ist die Kante. Aber das kannst du uns näher erklären, oder? Genau, richtig. Also das ist jetzt der Aufbau, die Konstruktion von einem unserer Thunderbird-Modelle. Und man sieht schon, wie viele verschiedene Materialien in so einem Ski am Ende ihren Platz finden müssen, weil natürlich jedes Material, jedes Bauteil hat seinen eigenen Zweck.
Ja, wenn wir so einen Ski zusammenbauen, wir beginnen natürlich mit dem Belag, mit der Lauffläche. Als nächstes noch die Stahlkanten, die was wir dann entsprechend präparieren müssen, dass wir gute Kurven fahren können. Dann zur Verstärkung, zur Versteifung sogenannte Pre-Preg-Einlagen. Das sind auch diese Elemente, die beim Verpressen des Skis dann schmelzen und die einzelnen Komponenten miteinander verkleben. Gummi, damit man nicht jeden einzelnen Stoß wirklich spüren muss. Dann Titanal unterm Holzkern, das was den Ski nochmal stabil und dynamisch und spritzig macht. Wieder eine Klebeschicht, dann geht es weiter über unseren True Blend Holzkern. Da sieht man nochmal sehr gut die Abstufung der verschiedenen Holzarten im Detail. Da sind auch die Seitenwangen drauf, die was halt den Ski sehr torsionssteif und direkt machen. Jetzt muss ich da ganz kurz einhaken und zwar, das ist ja von euch, das gibt es ja nur einmalig bei euch, diesen Kern, der praktisch vorne dünn ist und dann immer dicker wird oder umgedreht? Genau, also das ist eine blitzerteigene Technologie, die wir gemeinsam mit dem Lieferanten der Holzkerne entwickelt haben. Da haben wir auch dieses Patent drauf, also das findet man bei keinen anderen Skimodellen auf der Welt. Wow. Ja, nach dem Holzkern geht es dann weiter, weil jetzt sind wir erst in der Mitte des Skis. Wieder ein Glasfaserlaminat zum Verstärken und zum Verkleben. Über dem Holzkern auch nochmal eine Titanalbegurtung, die was halt auch nochmal für Dynamik, Stabilität und entsprechende Fahrperformance sorgt. Wieder Klebeschicht, dann haben wir noch kleine einzelne Elemente für die 3D-Ausformungen im Bindungsbereich, dass wir die gut positionieren können. Und am Ende zu guter Letzt das Deckblatt, das Topsheet, wo halt dann entsprechend das Design auf den Ski kommt, das was aber den Ski natürlich auch am Ende schützt und langhaltbar macht. Jetzt habt ihr kurz kennengelernt, wie ein Skiaufbau funktioniert. Wir können uns jetzt das, was wir hier auf einer kleinen Tafel gesehen haben, auch in der Produktion live anschauen. Jetzt, wo es zu den Skischuh-Anpassungen kommt, komme ich wieder ins Spiel. Denn wer uns schon länger schaut, der weiß ja, wie sehr ich damit kämpfe mit abgefrorenen Zehen und natürlich den ganzen Scheuerstellen im Skischuh. Dementsprechend umso spannender für mich zu sehen, was hier alles möglich ist. Erklär uns doch mal kurz, wie ich meine Schmerzen beim Skifahren loswerden kann. Ja, also wie vorhin schon gesagt, ganz wichtig, einmal das perfekte Skischuhmodell zu finden, dass einmal schon mal beim ersten Anprobieren schon mal ein gutes Gefühl da ist. Wenn es dann doch irgendwo zu Druckstellen oder Problemzonen kommt, was ja sein kann, weil wir wissen ja, nicht jeder Fuß ist derselbe, haben wir da verschiedene Möglichkeiten bei den Techniker-Skischuhen, das wirklich individuell anzupassen. Wir haben da eigene Werkzeuge, die im Sportfachhandel platziert sind, wo der Händler zum Beispiel relativ einfach eine Schale ausdrücken kann. Das heißt, wenn da jetzt irgendwo zu wenig Platz im Skischuh wäre, könnte er durch Erhitzen und durch dieses Ausdrücken mehr Volumen im Skischuh schaffen, damit eine Druckstelle eliminiert ist. Alternativ kann man auch mit einem Schleifgerät einfach Material in der Innenseite von der Schale entfernen, um auch so mehr Volumen zu schaffen oder auch Volumen zu reduzieren. Das heißt, wir haben da noch eigene einzelne Teile, die man auf dem Innenschuh anbringen kann, falls jetzt einmal der Fuß sehr schmal sein sollte oder nur an gewissen Zonen etwas schmäler, kann man auch Volumen reduzieren und dadurch einfach nur mal besseren Halt und mehr Komfort bzw. mehr Kontrolle über den Skischuh erreichen. Für mich super interessant zu sehen, denn ich habe vor Jahren schon mal einen Techniker ausprobiert und war aber auch nicht ganz glücklich, muss ich gestehen. Das macht ihr jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so lang, oder? Naja, diese Technologie gibt es jetzt seit einigen Jahren, wird natürlich immer mehr und vor allem auch im Fachhandel immer mehr zum Thema als Service für die Kunden, weil das ist wirklich ein Thema, das passiert vor Ort beim Fachhändler. Also ich kann wirklich nur den Tipp geben, geht in den Sportfachhandel, lasst euch beraten, lasst euch nicht auf irgendwelche Experimente ein, könnte passen, könnte nicht passen, macht eine ordentliche Fußanalyse, weil das ist schon 80% der Miete beim Skischuhkauf. Also und ohne den passenden Schuh macht der Skitag einfach keinen Spaß, von dem her ist für mich jetzt wirklich, ich habe nochmal was ganz Neues entdeckt, was ich noch nicht kannte, obwohl ich wirklich mein Herz schlägt fürs Skifahren, also super spannend zu sehen, was sich da immer tut, nur wie finde ich jetzt wieder den richtigen Fachhändler, an den ich mich wenden kann? Auch wieder auf unserer Webseite nachschauen, Store Locator und entsprechend dem Standort findet man alle Techniker-Händler, die die verschiedenen Produkte bei uns führen und auch solche Services on top anbieten können. Mega gut, also das ist wirklich ein super Tipp. Hier wirklich keinen Kompromiss machen, also ich kann euch das nur raten, weil wenn ihr einmal den Fuß verhunzt habt, so wie ich, dann werdet ihr das schwer wieder los und dann lieber einmal mehr
was Gutes kaufen und da nichts kaputt machen und sich das Leben nicht unnötig schwer machen. Da seht ihr jetzt einen Ofen, wo der Innenschuh aufgewärmt werden kann, um den Innenschuh thermisch anzupassen. Da nochmal ein kurzer Ausflug in die Geschichte von Blitzart. Wenn wir da wirklich an die Anfänge zurückgehen, da die ersten Ski, wo der Markenname Blitzart auftaucht, der Schneesturm, da noch stilisiert, der Blitz, der aus der Wolke herausfährt, ein Ski Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, da noch vom Firmengründer, der Familienname Arnsteiner und da halt über die Jahrzehnte die Entwicklungen, wie wir sie mit den Produkten durchgemacht haben. Also da Ende der 60er Jahre sieht man noch sehr klassisch die ersten Versuche, industrielle Ski zu fertigen. Das Ganze hat sich im Laufe der Jahrzehnte geändert. Wir haben natürlich da einige ikonische Produkte an der Wand. Den Original Blitzart Firebird aus der Zeit, wo der Hansi Hinterseer noch Ski gefahren ist und noch nicht gesungen hat. Dann weiter bis zum Thermo und zum Quattro. Das war die Franz Klammer Zeit, Dreifachsieg in Kitzbühel 1984. Bis rauf zu den Modellen, wo die Petra Kronberger als eine der erfolgreichsten österreichischen Skisportlerinnen die Erfolge gefeiert hat, bis hin zu der Zeit Dorfmeister und Co., Gesamtweltcup-Titel und natürlich Reinfried Herbst, Mario Matt Area, wo man da wirklich quer durch die Bank laufend super tolle Erfolge auf Blitzart erzielt hat. Wir haben heute eine Ausnahmegenehmigung, denn normal gibt es in der Produktionshalle keine Aufnahmen. Jetzt seht ihr ganz kurz, wo die Skier auch hier in Österreich produziert werden. Wahnsinn, also der Geruch, den kann man euch nicht mitgeben, aber man riecht schon den Ski. Richtig, das ist immer wieder schön, wenn man da die Halle betritt, weil man wirklich dieses Gefühl hat, Skiwachs, Materialien und man merkt wirklich, was da jeden Tag aber passiert. Also wir sagen immer, where the magic happens. Wow, es ist beeindruckend. Hier auf der linken Seite sieht man die verschiedenen Holzkerne sind es, oder? Oder das Rohmaterial von einem Innenleben, von einem Ski. Genau, also da ist ein Teil unserer Holzkerne, die wir dann später in der Produktion verarbeiten. Und wir schauen uns jetzt einfach die ganzen Produktionsschritte einmal in einer Schnellzusammenfassung an. Super. In 4 Stufen der Ski. Naja, noch nicht der fertige Ski, aber zumindest der Holzkern. Also ganz kurz erklärt, der Holzkern wird so als, ich sage mal, Brett angeliefert. Im ersten Schritt fräsen wir links und rechts die Taillierung auf den Kern. Dann werden die Seitenwangen auflaminiert und am Ende wird einfach der Kern nochmal im Höhenzug gefräst, was schon sehr viel über die Härte, über die Steifigkeit von einem fertigen Ski dann aussagt. Jetzt sind wir für mich schon fast wie nur im Holzlager. Ja, richtig. Also wir sind immer noch bei uns in der Teilefertigung, also wo die einzelnen Elemente für den Skibau zusammengestellt und vorbereitet werden. Ich habe euch da jetzt einmal 3 verschiedene Holzkerne rausgesucht. Jetzt werdet ihr euch fragen, ja wie, jetzt redet ihr schon wieder von nur mehr Holz und die Fragezeichen tauchen über den Kopf auf. Weil natürlich je nach Modell, je nach Anforderungen vom Skifahrer oder von der Skifahrerin verwenden wir auch unterschiedliche Holzkerne. Wir haben jetzt schon gelernt, ist ein True Blend Holzkern für die sportlichen Ski. Dann haben wir noch Leichtholzkerne für die Tourenski, die was wirklich leichter sind, die was weniger Gewicht haben, die was natürlich ein anderes Biegeverhalten auslösen oder natürlich auch für unsere All Mountain Freeride Ski wieder andere Kerne. Also auch die Wahl der Holzart ist entscheidend, wie am Ende der Ski funktioniert oder eben nicht funktioniert. Wow, für mich als Laie, das heißt, es gibt für jeden Ski eine andere Holzart. Genau, für jede Art von Ski gibt es einen eigenen Holzkern. Für Rennski, für Pistenski, für Damenski, für Einsteigerski, für Fortgeschrittene, für Tourenski, für Freeride-Ski. Also für jede Zielgruppe gibt es eine eigene Art des Holzkerns, die wir da verbauen. Das, was natürlich sehr aufwendig und komplex für uns in der Produktion ist. Und das alles made in Österreich. Jetzt sind wir hier bei den Seitenwangen, habe ich auf die Schnelle gelernt. Was sind das genau? Ja, Seitenwangen, das sind Kunststoffelemente, die wir eben links und rechts vom Ski verbauen, direkt beim Holzkern, wo es den Ski zum einen natürlich stabilisieren, nochmal präziser machen, nochmal stabiler in der Konstruktion und wie wir hier schön sehen können, auch natürlich mittlerweile optisch ein Hingucker geworden sind. Wow, Petra hat schon ihre Farbe rausgesucht, ich auch, es sieht wirklich toll aus. Und als nächstes, wir haben ja außer Belag und Holzkern, wir haben es ja schon gesehen, auch andere Begurtungen und Laminate im Ski. Eines davon ist dieses Titanal. Man hört es immer wieder, man liest es oft. Die Leute reden von einem Titanal-Ski oder einem Metall-Ski. Was ist das? Das ist
dieses kleine Röllchen hier, was wir da vorbereitet haben, das ist einfach dieses Metall, was wir in verschiedenen Varianten in den unterschiedlichen Modellen verbauen. Ähnlich wie beim Holzkern, es ist nicht bei jedem Ski die gleiche Anzahl an Lagen und Dicke vom Material da, sondern auch wieder abgestimmt auf den Kunden oder die Kundin, immer entsprechend diese Titanalausformungen in unendlich vielen Varianten und Möglichkeiten machen den Ski stabil und dynamisch, also funktionieren ein bisschen wie eine Feder und geben mir Energie am Ende des Schwungs einfach zurück für den nächsten Schwung. Das ist dann ganz klar firmenintern, sowas ist Wahnsinn, weil wir einfach Einblicke bekommen. Das ist ein Rezept, das nur ihr wisst, oder sehe ich das falsch? Ja, richtig, das ist auch wieder so ein Ding, wo unsere Entwicklungsteams sich wirklich tagtäglich den Kopf zerbrechen und viele, viele Tests machen, weil es macht wirklich Unterschied, ob dieses Titanal 0,1 mm dicker oder dünner ist, ob das 3 cm länger oder weniger lang im Ski ist. Das wirkt sich wirklich unmittelbar auf die Fahreigenschaften des Skis aus. Ja, natürlich brauchen wir auch schöne Designs für unsere neuen Ski und das passiert da in der Druckabteilung. Das heißt, wir dann da unter anderem über Siebdruckverfahren die Designs auf die Ski bzw. auf die noch transparenten Skioberflächen aufbringen. Das heißt, mit Hilfe von einem Sieb werden einfach die Grafiken Schicht für Schicht, Farbe für Farbe auf die Oberflächen gedruckt. Also die fertig gedruckten Folien, diese Oberflächen, sieht man jetzt da, wenn dieses Motiv Schicht für Schicht gedruckt wurde, werden dann wirklich nochmal Stück für Stück kontrolliert vom menschlichen Auge. Das heißt, es wird nochmal drüber geschaut, ist es wirklich das richtige Design, sind die Farbtöne die richtigen und wenn alles passt, wird das dann freigegeben für die nächsten Produktionsschritte. Hier wird aus den Einzelteilen dann ein kompletter Ski gefertigt. So, ich versuche mich jetzt nicht selber im Zusammenbau des Skis, aber erkläre es euch ganz kurz, was würde hier passieren. Also wir haben da eine Negativform eines Skis, das ist schon ein nächstjähriges Modell. Da sieht man schon, das ist schon eine Form von einem Ski, wo jetzt alle Teile ihren Platz finden. Das heißt, vom Belag über die ganzen Begurtungen, Carbon, Titanal, Oberflächen, alles wird hier Stück für Stück, Schicht für Schicht zusammengebaut. Man nennt es auch deshalb die Sandwich-Bauweise, weil eben da wirklich Schicht für Schicht der gesamte Ski zusammengebaut wird. Wie genau das funktioniert, da müssen wir leider ein bisschen tricksen und drüber springen, weil auch wir haben das eine oder andere kleine Geheimnis, aber wir können uns gleich in der nächsten Station ansehen, was dabei rauskommt. Also rauskommt dann am Ende des Pressvorgangs der sogenannte Rohski. Rohski, man sieht es schon, das ist zwar irgendwie schon ein Ski, aber noch nicht so, wie wir ihn aus dem Sportgeschäft kennen. Man sieht, da steht noch ein bisschen Leim über, da sind noch ein paar Materialien, die wir dann nicht mehr brauchen. Die Belege sind noch nicht strukturiert, die Kanten müssen noch geschliffen werden. Aber im Prinzip, der Ski ist schon fertig und hat sein finales Design schon bekommen. So, ja, nachdem einmal das Gröbste, was wir beim Ski nicht mehr benötigen, entfernt wurde und die Vorschleifarbeiten erledigt sind, wandern diese Ski durch unsere vollautomatische Schleifstraße. Braucht wirklich sehr, sehr viele, viele Schritte, die von Hand oder teils, wie wir es hier sehen, automatisch durchgeführt werden, damit der Ski einfach wirklich sein perfektes Tuning bekommt, von der Struktur bis zum besten Kantenwinkel. Und so ging es wertvoll. Also jeder Ski wird trotz vollautomatischer Produktionsprozesses immer noch vom menschlichen Auge und von der menschlichen Hand kontrolliert, damit wir wirklich sicherstellen können, dass das Strukturbild und der Kantenwinkel wirklich optimal unser Werk verlassen. Ja, sobald alle Ski fertig sind und jeden Qualitätscheck überstanden haben, werden die Ski noch zusammengebaut, verpackt und gehen auf die Reise ins Sportgeschäft und natürlich am Ende hoffentlich an eure Füße. Ich habe gehört, die Ski heiraten bei euch.
Richtig, also wir sind ja für den Ehevollzug, sprich bei uns werden alle Ski am Ende des Produktionsprozesses nochmal vermessen, gewogen, kontrolliert und die zwei, die immer am harmonischsten miteinander funktionieren, werden dann zu einem Paar, wir sagen, verheiratet und die sollte man dann natürlich auch am Ende ein Leben lang nicht mehr trennen.